Hier in unserem Workshop geht es um einen interaktiven Videoeinsatz mit Lerninhalten, natürlich halt auch mit Videos. Und als erstes würde ich dann zum Ablauf kommen. Und wir fangen einfach an mit einer persönlichen Vorstellung, damit Sie wissen, wer wir sind, wo wir herkommen und warum ich überhaupt hier rede, obwohl mein Name nicht auftaucht. Dann geht die Präsentation weiter zu einmal Schulunterricht und Videos. Was sind Schulunterricht? Wo werde ich Videos verwenden? Welche Relevanz haben sie dafür? Dann so große Frage, was ist Smallport überhaupt? Gefolgt von die Potenzial von Smallport, was man damit machen kann. So ein kleiner Ausschnitt. Wir haben Beispiele mitgebracht. Die präsentiere ich Ihnen, wo Sie herkommen, wie einfach das Ganze dann gestaltet ist, also wie einfach es sich umsetzen lässt für Einsatz im Schulunterricht. Und dann gehen wir in die Praxisphase, wo Sie selber die Rolle von Schülerinnen und Schülern annehmen können und aus deren Sicht die Intuitivität des Systems erfahren können. Dann kommen wir bitte zurück. Und ich zeige Ihnen, wie Sie überhaupt das Ganze gestalten können. Also quasi Smallport aus Sicht der Lehrenden. Wie schaffe ich, dass meine Schüler und Schülerinnen oder meine Studenten und Co. Das Ganze einfach so sehen, was wir in der Anwendung gestaltet haben. Und dann gehen wir ins kleine Plenumsrunde. Und ich glaube, ich habe einen Switch drin. Ich glaube, Plenumsrunde kommt vorher. Bin mir noch nicht sicher. Tut mir leid, falls es einen Dreher gab. Und dann kommen wir zum Thema eGroupware. Das ist auch ein Teil. Smallport ist ein Teil von eGroupware. Und dann sagt Birgit Becker was dazu. So, und da Medias Res, ab in die Dinge rein und fangen wir an. Wir sind hier dabei mit Professor Thyssen. Er ist Inhaber des Lehrstuhls Fachdidaktik der Biologie an der Technischen Universität Kaiserslautern. Er hat selber Lehramt studiert, Biologie, Chemie und Informatik. Und bevor er den Lehrstuhl der Fachdidaktik Biologie angenommen hat oder berufen wurde dazu, war er 10 Jahre lang Gymnasiallehrer. Das heißt, wenn er mit dabei ist und bei der Smallport-Entwicklung mit agiert, bringt er sehr viel Erfahrung aus dem Alltag des Lehrerseins mit sich. Das heißt, wir arbeiten nicht unbedingt rein theoretisch, sondern auch mit Nutzen für Lehrer und auch Kolleginnen und Kollegen. Dann komme ich. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter, quasi ein bisschen Bindeglied zwischen dem Lehrstuhl und eGroupware. Ich mitarbeite in dem Projekt Smallpart. Habe selber integrative Sozialwissenschaft studiert. Das ist ein Studiengang, wo alles, was quasi nicht MINT-Fächer sind, drunter gefasst ist. Und arbeite seit 5 Jahren in Softwareentwicklung, vorzugsweise Bildungssoftware. Und als drittes haben wir Birgit Becker dabei, die Geschäftsführung von eGroupware GmbH. Und sie ist tätig eben im Consulting und Support. Das ist ihr Steckenpferd, da ist sie gut drin. Und agiert zwischen Kunden und Softwareentwicklung. So. Damit hoffe ich, haben Sie ungefähr eine Vorstellung, wo wir herkommen, was wir machen können. Also die Erfahrung schon ein bisschen haben, auch das Ohr haben, wo die Probleme sind. Und definitiv, wir haben das Ohr, wenn Ihnen was einfällt, auffällt, bitte sagen, wir sind sehr dankbar darüber. So, ich fange jetzt dann mit dem Workshop an und mache erstmal wunderschön theoretische Input. So, warum Videos generell? Und um das Ganze mal zu zeigen, es gab eine Studie, man hat man gefragt, wie viel, was werden verwendet in der Lehre, wo kommt das Ganze her? Und ja, es gibt sehr viele Spannweite, was alles verwendet wird in der Lehre, aber man sieht, dass die Videos, dass die Videos am häufigsten eingesetzt werden. Das heißt,
Videos spielen durchaus eine Rolle im Unterricht. Nun, Videos haben auch Probleme, die sie mit sich gebracht haben, aber auch Vorteile. Darauf gehe ich jetzt genau ein, um aber die Vorteile und Probleme zu verstehen, was ein Video mit sich bringt, würde ich gerne erstmal die Rolle der Kommunikation mal genauer angucken. Und hierbei nehme ich den Unterrichtsverfahren nach Aschers Leben, wo das Ganze halt in bestimmte Kategorien eingeteilt ist, in Verfahren, Aktionsformen, Kommunikation und die soziale Form. Und hier haben wir halt das Darbietende als Verfahren, auch als Frageentwicklung, erarbeitend, entdeckend, offen. Das sind die Verfahren, die wir, ich glaube, den Lehrern muss ich das nicht genauer erklären, das sind alles Verfahren, die auf einen zukommen können in normale Schulunterricht oder in normale Lehrsituation. Nun, welche Aktionsformen passen dazu als Beispiel? Wir haben den Lehrvortrag, wir haben den Lerngruppe, Unterrichtsgespräch, aber auch Schülergespräch, auch genannt Gruppenarbeit, Gruppengespräch, Seminare wäre der Äquivalenz im universitäre Situation. Welche Kommunikationsrichtungen existieren? Bei Lehrvortrag haben wir eine direkte, das heißt, Lehrer redet, Schüler Sender, Empfänger, würde ich einfach als Modell sagen. Da braucht es eigentlich keinen Rückkanal. Wir haben dann den Lerngruppe, wo auch Fragen zurückgestellt werden und da wird einem und anderen schon auffallen, oh Moment, das ist schon ein bisschen kritisch bei Videos oder schwer nachzubauen. Wir haben das Erarbeiten, wo Leute auch miteinander arbeiten und zusammen lernen, auch mit dem Lehrer an sich und natürlich im Schülergespräch, wo der Lehrer eher eine passive Rolle hat, zwar anwesend ist, aber die Teilnehmenden hier das Ganze gemeinsam erarbeiten. Wenn ich, entschuldigen Sie, weil ich manchmal falsch gendere, im Laufe des Gesprächsflusses fällt es mir manchmal schwer, richtig zu gendern. Und wenn ich von Lehrer rede, meine ich auch Dozierenden und Dozenten und Lehrerinnen. Ich entschuldige mich im Voraus. So, welche Unterrichtsformen haben wir? Das ist auch ziemlich relativ klar. Es gibt den Frontalunterricht. Das sind die ersten drei Versionen. Und die Gruppenarbeit, Partnerarbeit und Einzelarbeit ist da, wo die Teilnehmenden unter sich sind. Zurzeit sind wir zum Beispiel in einem Lehrvortrag, also Lehrervortrag, ich bin der Lehrer, und ich schalle einfach raus und sie konsumieren das Ganze. Und später werden wir auch zu dieser Plenarrunde eben das Ganze ein bisschen umswitchen und das Ganze in eine Lerngruppe verwandeln. So, was ist der Vorteil? Was ist der Nachteil? Was kann ich wunderschön darstellen? Weil wo kein Rückkanal vom Lehrer gebraucht wird, erwartet wird, das kann ich wunderbar mit einem Video darstellen, weil angucken, ob Video mich beschallt oder halt ein Arastudio sie beschallt, ist relativ gleich. Bei dem anderen ist eher ein Rückkanal notwendig, denn es wird ja eine Frage. Es bedarf ja eine Frage, eine Rückmeldung, man muss etwas erklären. Und das ist das, was im Video ist relativ schwer nachzumachen ist. Und was wir machen, was wir vorhaben, Ziel von Smallpart, ist eben die benötigte Kommunikationsstruktur zu ermöglichen. Dass wir hingehen können und sagen, ja, diese Schwierigkeiten existieren, aber ab die sollte man auch mal lösen können. Und das versuchen wir. Das soll Smallpart schaffen. Nun, welche Vorteile hat das Medium, damit das auch gesagt wird, weil Video ist nicht immer schlecht, Video ist auch gut. Aus Nutzerperspektive, es ist perfekt, es ist on demand, ich kann es abrufen, wann ich will. Es ist individuell steuerbar. Sie können zum Beispiel meine Stimme nicht steuern. Ich rede einfach so, wie ich gerade rede. Aber beim Video können Sie sagen, stopp, nochmal von vorne. Das geht halt nicht, aber mit dem Video schon. Es ist ortsunabhängig. Zurzeit sind wir auch ortsunabhängig. Das heißt, Sie können mich von überall auf der Welt hören. Ich sitze in Deutschland. Das Ganze findet in der Schweiz statt. Aber normalerweise ist es halt nicht. Man muss sich in einem Raum treffen.
Und man muss sich an Zeiten halten, an eine Situation halten. Das sind, dann kommen so wunderschöne Aha-Regeln, dann Corona, Abstand halten, Hände desinfizieren und die Maske aufhaben, alles drum dran. Da sieht man, Video hat einen Vorteil. Zumindest überträgt es keine biologische Krankheiten. Aus unserer Perspektive ist es natürlich auch was Schönes. Was können wir machen? Wir können es immer wiederholen. Wenn ich jetzt etwas wiederhole, aufzeichne und das immer wieder abspiele, dann habe ich einmal die Arbeit gehabt, vielleicht ein bisschen mehr, weil ich das aufzeichnen musste, aber es kann immer wieder verwendet werden. Es ist apersonell und sondenunabhängig. Das heißt, wenn ich diesen Vortrag habe, wenn ich ein Video aufgezeichnet habe, dann können meine Kolleginnen und Kollegen das immer wieder verwenden. Und es ist vollständig original, das heißt, es ist eine Aufnahme, der unverfälscht ist, der die Situation genauso aufzeichnet und man kann auch darüber diskutieren, man kann auch mehr Sachen erfahren, weil man mehr Zeit hat, das Ganze anzugucken. Es ist sogenannt auch fail-safe, man kann eben Fehler vermeiden, Fehler rausaddieren, Fehler kurz gesagt wegschneiden. Und Vorteil für die Lehrer ist, man kann damit wunderbar den Flip Classroom machen. Das heißt, die Phase, wo ich den Vortrag halte, kann ich als Video zur Verfügung stellen und dann kann ich die Fragen beantworten, die aufkommen. Also kann ich die Zeit viel effektiver nutzen. Das Medium bringt aber trotz vieler Vorteile ein paar Schwierigkeiten mit sich. Es ist unidirektional. Wie gesagt, es ist nur ein Frontal, das ist ein Vortrag. Ich kann es nur konsumieren. Ich kann damit nicht interaktiv arbeiten. Die Produktionsschnitt ist extrem aufwendig teilweise. Es kostet viel Zeit. Es ist unflexibel, wenn ich einen Verhaspeler drin habe, da kann ich es vielleicht noch rausschneiden. Aber wenn zwei, drei Sachen sich verändert haben, dann muss ich teilweise ein neues Video drehen und dann das Ganze von Anfang an drehen. Das ist jeder, der ein Video gedreht hat und sich irgendwo mittendrin einen Fehler geleistet hat, weiß, das ist nochmal alles drehen. Das ist schon anstrengend. Und es ist meistens nicht so leicht, ohne passende Software das Ganze zu bearbeiten und Fehler zu beheben. Es fehlen auch Rückmeldungen für uns als Dozierende. Wer hat es wie benutzt? Wann wurde es benutzt? Wie wurde das Ganze benutzt? Damit wir eine Vorstellung haben. In der Lehrsituation habe ich meine Schülerinnen und Schüler oder meine Studenten und Studentinnen oder vor mir, die halt mit Gestik, Mimik und Verhalten mir schon Rückmeldung geben, wie sehe ich aus? Klar, diese Rückmeldung habe ich beim Video nicht, aber ich kann andere Rückmeldungen sehen. Wenn ich sehe, dass eine Passage vom Video gar nicht angeguckt wird, dass es übersprungen wird, da kann ich mal auch ein bisschen nachdenken und mal vielleicht nachfragen, was ist das Problem dabei, um es besser zu gestalten. Das sind alles Möglichkeiten, die das Video nicht gibt, aber uns mit Smallpart möglich gemacht werden soll, möglich gemacht wurde. Nun, was ist jetzt, wenn ich das Ganze im Schulunterricht? Ich gehe genau jetzt auf Schulunterricht ein und bringe ja ein paar tägliche Aufgaben mit mir, die ich im Schulunterricht einsetzen kann und sehen uns dann, hier ist der Übergang des Übergangs zu Smallpart. Wie kann ich das mit Smallpart besser gestalten und angenehmer gestalten für mich selbst als Dozierender? Nun, wir haben Lehrvorträge, Frontalunterricht, das sind zum Beispiel asynchrone Streaming in die Quarantäne. Das haben wir. Also ab Montag, also ab morgen dürfen Leute nicht mehr zur Schule kommen. Was mache ich? Synchron, wir wissen alle, da gehen die Leitungen manchmal nicht mit, wenn 40, 50 Leute sich einloggen. Also lieber asynchron. Das heißt, gucke es, wenn du Zeit hast, wenn die Leitung es zulässt. Vertonte PowerPoints sind eine wunderbare Geschichte. Das heißt, PowerPoint von Microsoft erlaubt es mir, das Ganze mit dem Hintergrund zu besprechen und das Ganze als Video abzuspeichern und den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen. Und damit kann ich eben auch diese Flip Classroom gestalten. Nun, welche Vorteile bringt das Smallpart für mich? Naja,
Smallbot ermöglicht mir, dass ich, wenn ich einmal aufgezeichnet habe und ein Verhaspler oder eine falsche Information drin ist, es das Ganze nicht neu vertonen muss. Ich kann passend zu der Situation einen Kommentar hinterlassen. Ich kann direkte Zusatzinformationen an der passenden Stelle im Video verlinken. Wir können ein Video sehr einfach in drei Klicks gliedern. Also ein Gliederungspunkt kostet uns genau drei Klicks plus den Text, den wir eintippen müssen. Wir können auch weiterführende interaktive Fragen zu der Situation sekundengenau erstellen. Das ist was, was Smallbot uns zeigt. Und ich werde es Ihnen auch nachher zeigen, wie das Ganze geht. Wir können zum Beispiel bei Beobachtungsaufgaben irgendwelche Videos aus dem Internet, YouTube ist damit rappelvoll, sage ich mal, rausholen, das Ganze zu beobachten, zum Experimentieren und Sichtung, Reflexion, alles einsetzen. Und wir können auch Kontrolle und Bewertung von Antworten und Fragen machen. Wir können Analysen und Diskussionen gestalten und wir können nachgucken, wer hat wie viel gelernt. Also wir haben einen Rückkanal, wo man ein relativ einfach überschaubar zusammenfassen kann, wer hat sich beteiligt, wer hat sich nicht beteiligt, wer hat was geschrieben. Es kommen die passenden Wörter dazu. Das kann ich relativ einfach suchen. Ein anderes Beispiel wäre eine Versuchsvorbereitung, also Prozessbeschreibung. Wir wissen, Prozesse zu lernen in Textform ist manchmal sehr schwierig, wenn man keine Vorstellung hat, wie das Ganze aussieht. Als Video sehe ich das, dann kann ich es viel schneller lernen, viel schneller wahrnehmen. Und Lernen zur Vorbereitung und Besuch von außerschulischen Lernorten, das sind alles Möglichkeiten, die wir machen können. Und wenn ich schon dabei bin und die Frage schon auftaucht, ich habe Ihnen noch ein Handout erstellt, auch relevant, wenn wir in der Praxisphase reingehen. Das habe ich Ihnen gerade im öffentlichen Chat gesendet. Da würde ich Sie bitten, einfach das Ganze zu holen. Und da sind halt einige Fragen und Stichpunkte der Präsentation mit drin. Nach der Zwischenstopp. Gehe ich mal einfach rüber und sage einfach, was ist genau Small Part? Gebe Ihnen mal einfach einen Systemüberblick. Systemüberblick. So. Wo kommt der Name her? Also Small Part ist, auch wenn es die Idee von kleinen Schritten ist, hat aber es ist ein Akronymnamen, Small Self-Directed Media Assisted Learning Lectures and Process Analysis Reflection Tool. Das beschreibt exakt, was Smallpart machen kann. Also wir können die gesamte Bandbreite zwischen selbstgesteuerte, mediengestützte Lernvorträge bis hin zu Reflexionstool, zu Prozessanalyse, alles in diesem Tool abbilden. Und das Schöne ist, das ist halt ein Videolerntool. Wir sind datenschutzkonform. Wir sind Open Source. Das heißt, kostenfrei, falls Sie einen eigenen Server haben, dann kostet die Installation Sie nichts. Falls Sie keine Lust haben, einen Server zu betreiben, dann haben wir die eGroupware, die ein Sonderangebot erstellt hat für Bildungseinrichtungen. Sie kommen relativ günstig an dem ganzen System. Da können Sie Small Part als Standalone quasi benutzen. Wir sind Lernplattform-kompatibel. Was sind Lernplattformen? Das werde ich immer wieder gefragt. Das sind sowas wie Ilias, Moodle, OpenOLAT. Alles, was es heißt, ein Schnittstellen namens LTI, alles, was das unterstützen kann, können wir Small Part mit einbetten. Und wir sind YouTube-fähig. Das heißt, Sie können einfach Videos aus dem YouTube verlinken und dann damit arbeiten. Da wir nicht im Video arbeiten, verletzen wir auch keine Lizenzen.
Also wir arbeiten über dem Video, nicht im Video. Und darum sind wir bei vielen Videos fein raus, bei vielen Lizenzen. Mehr dazu bitte ich einfach auf smallpod.de zu gehen. Den Link habe ich auch schon mal gepostet im Chat. Nun, wie sieht das Ganze aus? Viel geredet, aber man muss ja sehen, was man, die Katze im Sack muss man ja nicht kaufen. Wie sieht das Ganze aus? Wo kommt das her? So sieht die Oberfläche für Lernende aus. Wenn man sich reinklickt, so sieht es aus. Ich habe hier einen Videobereich, einen Kommentar- oder Annotationsbereich, einen allgemeinen Aufgabenbereich und hier auf der rechten Seite die Kommentarbereich. Oder später auch die Fragenbereich, Multiple-Choice-Fragenbereich, also und ein Filter-Nutzungsbereich, Nutzerübersicht. Damit kann man wunderbar arbeiten. Es ist relativ aufgeräumt. Sie können unten rechts durch die Kommentare suchen, auch nach Wörtern, nach Farben, nach Personen. Können Sie suchen. Nur relevant ist, dass alle Nicht-Kurseigentümer, das ist alle, die kein Lehrkraft sind, sehen anonymisierte Namen. Das sind zum Beispiel, Name ist in unserem System anonymisiert, zum Beispiel Arash 738. Also gut, es kann Max 17, Max 28, man weiß nicht, wer ist. Es sei denn, wir haben sich gegenseitig verraten, wer unter welchem Nick eingeloggt ist. Das Ganze wird automatisch angelegt, sodass die Schülerinnen und Schüler eine gewisse Anonymität haben, quasi nicht zwar in der Gruppe, weil die werden definitiv miteinander reden, aber außerhalb sollte es woanders jemand anders drauf gucken, nicht auf Anhieb erkennbar ist, wer überhaupt was geschrieben hat. Nun, wie sehen die Perspektiven an, also Medienperspektiven. Was ist das Schöne an Smallpod? Also wir können vorhandene Strukturen nutzen. Das heißt, wir können über diese sogenannte LTI-Stelle Smallpod in unsere Lernplattform einbinden, in Moodle, OLAD, Ilias und es gibt tausende von denen. Ich weiß nicht, welche alles sie benutzen. Und das Schöne ist, Lehrer erstellt das Ganze in Smallpod und die Schüler brauchen gar nicht wissen, woher das kommt. Sie können es sofort benutzen, wenn sie in den Lernplattformen drin sind. Wir können Schulaccounts benutzen, das heißt nicht doppelt und dreifach Passwörter, Logins merken, ein Login direkt über den Schulidentifikationsserver. Das ist zu technisch. Falls es zu technisch wird, bitte melden. Relativ einfach, ein Login, da ist man schon drin. Wir sind datenschutzkonform. Wie gesagt, es sind öffentliche oder nicht öffentliche Beiträge. Das können Sie steuern. Wir können Möglichkeit zur anonymen Nutzung herstellen. Wir werden heute das Ganze anonym machen in der Praxisphase. Da bitte nicht wundern, wenn Sie ein paar Sachen funktionieren noch, weil wir als Gäste reingehen. Da werden aber sie sind komplett anonym de facto. Ich weiß nicht, wer was geschrieben hat. Es gibt Sichtbarkeitskontrollen bei Kommentaren. Da werde ich auch genau was dazu sagen im Laufe des Vortrags. Sie können wirklich individuell steuern, wer wann wo was sieht. Und als Lehrer haben Sie natürlich immer den Überblick für den Fall, dass irgendwelche beleidigende Kommentare reinkommen. Da können Sie sofort sperren und auch löschen, also beziehungsweise als unsichtbar erklären. Wir können verschiedene Quellen benutzen. Wir können eigene Videos hochladen. Das ist klar, wenn Sie es schon gedreht haben, dann können Sie es hochladen. Wir können auch andere Plattformen benutzen, wie YouTube, Planet Schule. Für die Planet Schule nicht kennen, das ist ein Angebot der Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, wo sie aufbereitete Medien oder Videos zur Verfügung stellen für die Schule. Wir können auch eigene Video-Streaming-Server benutzen, so wie Panopto, das ist, was an der Hochschule in der Nutzung ist, zum Beispiel an der TU Kaiserslautern, wo wir herkommen. Meine Videos lade ich in mein Streaming-System der Uni, das Panopto der Universität hoch und werde es dann einfach in mein Smallpod verlinken. Wir können Videos bidirektional einsetzen, das heißt, es ist nicht mehr ein
Sender-Empfänger-Version. Wir haben Sender-Empfänger, Sender-Empfänger, beide Seiten. Das heißt, wir können asynchron miteinander interagieren. Wir können einen Rückkanal über die Aufgaben schaffen. Wir können Kommentare mit Rückkommentaren gestalten, sodass wir die Interaktion ins Video mit reinbringen. Damit wird das ganze System fusioniert. Also Medium und Tool fusionieren miteinander. Das ist unser Ziel und diese Fusion wollen wir noch besser gestalten. Und daran forschen wir. Darum auch hier wieder der kleine Einschub. Wenn Sie was haben, wo Sie sagen, das wäre toll drin, bitte melden. Ich komme am Ende nochmal darauf, auf diese Frage, auf die Information. Also wieder zurück zum Thema Medium und Tool fusionieren. Wir sind flexibel, wir sind interaktiv, wir sind kollaborativ und wir arbeiten Video zeitgenau. Das heißt, die zwei sind jetzt so miteinander verbunden und nicht mehr getrennt. Wie sieht das Ganze aus? Ganz einfach. Ich habe als Beispiel mitgebracht, wir können Textmedien als Kommentare implementieren. Das ist jetzt eine Anleitung für einen Versuch. Die Anleitung ist länger. Wegen der Übersichtlichkeit habe ich nur zwei Schritte eingetragen. Die werden dann sekundengenau angezeigt. Man kann dann wunderbar die Schritte suchen durch den Filter. Wenn man nicht weiß, dann muss man nicht rumblättern. Gesucht, gefunden, rübergesprungen und das Video angeguckt. Das ist halt viel, viel angenehmer, als wenn ich nachgucken muss, dann nochmals drücken, Video hin und her switchen zwischen beiden Medien. Wir können Overlay-Texte reinsetzen, ohne Probleme. Das sind eins, zwei, wieder drei Klicks. Das Ganze ist Videoside gesteuert und man kann alles kontrollieren, wie lange das Ganze angezeigt wird, wo es angezeigt wird, mit welcher Farbe es angezeigt wird. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wir können Videozeitpunkt genau annotieren. Das ist vielleicht das Wichtigste. Man kann Fragen stellen, man kann die Annotation mit Farben hinterlegen. In dem Fall sehen Sie, dass es rot und weiße Flaggen gibt bei den Kommentaren. Und das Schöne ist, die Dinger sind nicht einfach im System, sondern Sie können das exportieren. Schüler können ihre eigenen Kommentare exportieren, Lehrer können die Kommentare vom gesamten Kurs exportieren. Dann bekommen Sie eine Excel-Datei, eine CSV-Datei. Da können Sie auch schriftlich quasi ausgedruckt das Ganze bearbeiten, auch eine Prüfung einsetzen und auch Fragen stellen. Das bleibt nicht im System. Sie können alles mit exportieren rausnehmen. Ich kann, und das ist ein Novum, das unterscheidet uns zum Teil von MP5. Das wird immer wieder gefragt. Wir können mitten im Bild kommentieren. Und zwar jeder kann das kommentieren und jeder kann eine Markierung setzen. Das heißt, nicht nur ich, wenn ich das Video erstellt habe, sondern nachdem das Video erstellt ist, das ist nicht mal ein Video von mir, ich habe es von YouTube geholt, ich kann das nicht verändern, aber ich kann da Markierungen aufsetzen und auch Fragen passend zur Markierung gestalten. Das ist das, was Smallpart quasi einzigartig macht. Sie können wunderschön Markierungen im Bild setzen und damit ergeben sich auch viele andere Möglichkeiten. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, wie wir aus dem einfachen System eine interaktive Frage machen können. Das ist eine der Anwendungen. Da arbeiten wir auch mit Markierungen. Sie können natürlich auch Testaufgaben erstellen und fragen. Und diese sind auch autokorrigiert, bis auf offene Fragen. Das ist leider nicht einfach, technisch umzusetzen, offene Fragen zu erklären. Da müssen wir doch einfach drüber gehen und selber korrigieren. Aber Multiple-Choice-Aufgaben, Single-Choice-Aufgaben, die können autokorrigiert werden. Und es gibt einen Report. Ich werde Ihnen auch nachher am Ende zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn ich so einen Fragekatalog habe. Also im zweiten Teil nach der Praxisphase. So, jetzt lang geredet. Wir sollten aber Smallpart selber ausprobieren. Ich sage Ihnen kurz die Beispiele und dann gehen wir in die Praxisphase, wo Sie dann 15 Minuten lang selber das Ganze ausprobieren können. Und deshalb brauchen wir in der Regel nicht für die. Ich habe ein Unterrichtsanwendungsbeispiel dabei. Daraus wurde aus einem Video wurden zwei Versionen erstellt. Das eine ist ein Experiment in Physik,
Das ist von der Planet Schule. Der Lerninhalt ist didaktisch aufbereitet, schon von Planet Schule aufbereitet. Das heißt, ich kann es sofort nehmen und benutzen. Es ist ein Assessment-Aufgabentyp. Sollen Leute beobachten und Fragen beantworten. Die Umsetzung in Smallpart ist A im Sinne des Erfinders, sage ich, Single und Multiple Choice mit offene Frage einmal. Und einmal die Interpretation, was Smallpart erlaubt, einen interaktiven mit Videobildmarkierung. Was genau das ist, werden wir in der nächsten Folie sehen. Die zweite Anwendung ist ein Stop-Motion-Video, die habe ich von YouTube. Der Lerninhalt ist nicht aufbereitet. Als Aufgabentyp kann man eher eine halboffene Prozess- bzw. Medienanalyse angeben. Da können wir zwei Versionen präsentieren gerade. Das ist einmal die kooperatives Feedback von Schülerinnen und Schülern. Das heißt, Lehrer guckt sich das Ganze zwar passiv an, aber Schülerinnen und Schüler können sich gegenseitig feedbacken zu ihren eigenen Videos. Und da sind in diesem Video sind zwei Fehler drin. Und damit man sicher ist, dass beide Fehler drin sind, kann man auch hingehen und sagen, eine vorbereitete, begleitete Fehleranalyse. Das heißt, ich als Lehrkraft habe das Video angesehen und die Passagen, wo ein Fehler drin ist, identifiziert und da kann ich passende Fragen stellen oder Kommentare geben, war da ein Fehler, eine Nachricht. So, jetzt, wie sehen Sie generell aus? Warum Smallpart? Wie habe ich das Ganze verwendet? Wir bleiben jetzt bei dem Anwendungsbeispiel an, aus der Physik. Das ist die Schattenwelt. Nennt sich Schatten auf Wanderschaft. Nicht wundern, das Bild ist ausgegraut. Nachher sieht es doch scharf aus bei uns, aber lizenztechnisch muss ich das ausgrauen. Wir haben ein Video zur Verfügung gestellt, die wir in den Schulunterricht benutzen können. Und ein Aufgabenblatt, Multiple Choice oder Single Choice ist, glaube ich, sogar zum Ankreuzen. Das sind zwei getrennte Medien und jeder weiß, wie schwierig es ist, damit umzugehen. Wie sieht das Ganze in Smallpart aus? Wir haben zwei verschiedene Medien miteinander vereint. In dem Fall also Beispiel 1, da sehen Sie rechts die passende Fragen zu passenden Zeitpunkt taucht auf, die kann man antworten. Wir agieren quasi videogenau, Videozeitpunkt genau und wir sind autokorrigiert, die Fragen. Das heißt, Arbeit fängt weg, ich muss es sich nachher korrigieren. Man kann es als Prüfungstool umsetzen, wo bestimmt Zeit da ist. Die Leute haben nur 45 Minuten Zeit, das Ganze zu bearbeiten. Das ist auch möglich. Und wir haben natürlich verschiedene Variationen. Das ist die zweite Variation. Wir haben das interaktiv gemacht. Wir haben die Aufgabe gestellt, schaut euch den Film an und beantwortet die Fragen, die als Kommentar erscheinen. Die Fragen werden in Weiß dargestellt. Und bei der ersten Frage zum Beispiel ist, das wird im Laufe des Films erklärt, was ist ein Testobjekt, wie hoch ist das Ganze und jetzt kommt der Punkt, markiere das Ganze im Bild, damit ich auch weiß, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich das gesehen haben, was sie eigentlich sehen sollten. Und ja, die Antwort wurde geschrieben. Und eine Markierung, in dem Fall das grüne Punkt, wurde direkt auf den Turm gesetzt. Und da kann es sein, yep, perfekt. Zweite Version ist das sogenannte Stop-Motion-Video. Es geht um Genetik. Das ist ein Video aus YouTube. Die ist, haben wir in zwei Versionen umgesetzt. Einmal als normale kommentierbar, sodass man gegenseitig Kommentare schreiben kann und die Fehler entdeckt. Und die zweite Version, um sicherzugehen, dass diese Fehler nicht übersehen wird, haben wir eine klare Frage hingestellt, wo die Leute einfach die Frage beantworten können und genau erklären können, wo das Fehler, der Fehler ist. Nun, jetzt kommen wir zu der Praxisphase, damit der Workshop auch dem Namen gerecht wird. Ich habe Ihnen im Chat den Link smallpart.de schon mal verlinkt. Sie können einfach mal da draufklicken. Wenn Sie da drauf sind, öffnet sich diese Seite und hier rechts ist ein Button zum Workshop zu Kaiserslautern. Wenn Sie da draufklicken, dann kommen Sie zu unserem Learning Management Tool namens OpenOLAT.
Und da ist Smallpod eingebunden. Einfach auf diesen Workshops 2021 klicken und da haben Sie sofort Zugang zu unserem vorbereiteten Kurs in Smallpod. Und ich bitte Sie, das Ganze sich anzugucken. Um 20 nach treffen wir uns wieder hier. Wenn Sie Fragen haben, ein Handout habe ich direkt darunter verlinkt. Das heißt, Sie können das auch separat anmachen. Ich lasse dieses hier auch stehen. Gucken sich die Beispiele an und spielen Sie einmal durch die Aufgaben. Und bei Rückfragen sind wir natürlich hier. Ich bitte, dass Sie Mikrofon einschalten, wenn es geht, und akustisch eine Rückfrage stellen, ansonsten gerne auch im Chat. Und wir sehen uns dann um 20 nach wieder hier. Dankeschön erstmal. Ja, dann würden wir auch quasi eine Plenumsrunde mit Ihren Erfahrungen starten. Tarasch, darf ich dich schnell etwas fragen? Hörst du mich? Ja, bitte. Ich kann nur das mit dem Stop-Motion-Bild sehen. Das andere, das ich gerne gesehen hätte, kann ich nicht öffnen. Woran mag das liegen? Welche?
Wenn ich das öffne, dann kann ich nur das, die DNA-Replikation schauen. Genau das kann ich schauen. Das andere kann ich nicht schauen. Das mit den Fragen. Denn hier. Den möchte ich gerne öffnen, aber den kann ich nicht öffnen. Ah. Wenn ich zurückgehe, wo war ich hier? Nein, nochmal zurück. Wenn ich smallpart.de öffne, dann kann ich Smallpart-Workout-Workshop machen und dann Workshop 21 Anwendungsbeispiele. Dann kriege ich ein anderes Fenster, als wie du es gezeigt hast, erneut öffnen und dort sehe ich dann aber nur die DNA-Replikation 2b. Das andere Beispiel ist für mich nicht, kann ich nicht öffnen. Also der 2a wird generell, also 1b und 1a werden generell nicht angezeigt. Es zeigt sich nur einfach 2b bei mir. Oh, wenn das ist. Das hatte ich auch noch nicht. Okay. Bin da ratlos, muss ich zugeben, leider, weil an sich müssen Sie es alle vier ansehen können. Nein, da. Ah, oh, doch, genau. 1a. Doch, 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 doch. Entschuldigung, alles Okay, bestens. alles klar. Danke, sorry. Also genau, da muss man hier oben quasi auswählen. Kann man draufklicken, dann kann man auswählen. Ja, vielleicht kann man generell noch sagen, am besten funktioniert das Ganze, wenn Sie Chrome oder einen Chrome-basierten Browser verwenden, einfach weil Video und Overlay da am besten auch mit Skalierung arbeiten. Da ist Mozilla Firefox einfach ein kleines bisschen hinten dran, was die Technik angeht und die entsprechenden Skalierungen. Das gilt aber hauptsächlich, wenn Sie so HTML-Overlays verwenden. Also von daher. Ich sage jetzt mal, alle aktuellen Browser funktionieren. Unsere Empfehlung wäre, Chrome oder Edge so als Chromium-basierende Browser zu verwenden.
So, es ist 20 nach. Und wenn Sie zurück sind, schreiben Sie bitte mal im Chat eine 1 oder ein Plus, damit ich weiß, wer alles zurück ist. Damit wir Doppelplus nehme ich auch gerne. Ich kann sagen, je mehr Plusse, desto besser war's. Freut uns. Für die, die gerne Interesse haben, das weiter auszuprobieren und sich doch nicht lossagen können, gerade. Dieser Kurs ist dauerhaft online. Wir haben noch zwei andere, einmal Demonstration für Schule und Hochschule anwesend. Das können Sie immer besuchen. Der Weg ist immer derselbe. smallpark.de auf diesen Workshop draufgehen. Und später werde ich sagen, wie Sie auch Ihre eigenen Kurse machen können. Also, dann würde ich gerne weitermachen. Jetzt kommt nämlich das schöne Teil. Wie können wir das dann machen? Und einmal kurz sagen, wie Ihre Vorstellung ist, ob Sie offene Fragen haben, wie Sie gerne das Ganze im Hinblick auf die Lehre bewerten würden, ob es für Sie intuitiv war. Bitte einfach das Mikro einschalten, wenn es geht. Und einfach kurz mal so 5 Minuten Brainstorming de facto aus Ihren Erfahrungen. Und ich habe meinen Notizblock dabei. Ja, und falls jemand nur hörend dabei ist, können Sie natürlich auch genauso Ihre Frage oder Ihr Feedback in den Chat schreiben. Ein Feedback wäre nett. Ich war ein bisschen verwirrt. Ich bin zu spät dann zu dieser Aufgabe 1b gekommen, weil ich das ja zuerst nicht geschafft habe. Ich war ein bisschen verwirrt. Ist es möglich, dass ich die Lösungen der anderen, ich nenne das jetzt Teilnehmer oder in meinem Fall dann Schüler, dass ich die Lösungen der anderen Schüler sehe? Ja, das Problem liegt an der Demo-Version. Okay. Normalerweise sehen Sie nur Ihre eigene, aber da wir über den OLAT anonymen Account reingehen, der liefert uns genau einen einzigen Account und bei den nächsten Workshops werden wir das auch ein bisschen anders machen, sodass jeder Einzelne sichtbar ist. Sonst sieht man nur seine eigenen. Wenn man auch nicht geantwortet hat, bleibt das Video auch stehen bei der Ah, okay. Frage. Genau, das Also heißt Sie, eine. wenn Sie es selber ausprobieren wollen, können Sie sich auch, also wir haben das Ganze jetzt als anonymen Zugang gewählt, damit Sie nicht Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und sich registrieren müssen. Sie können sich aber im Prinzip auch mit Ihrer E-Mail-Adresse anmelden, dann sind Sie nicht über einen Gastzugang drin und dann würde man auch entsprechend sehen, dass jeder nur seine eigenen Sachen sieht.
wäre nämlich gleich meine nächste Frage gewesen, weil ich wusste plötzlich nicht mehr, oh, wo muss ich jetzt antworten, wann ist das nötig? Und für meine Schüler, ich unterrichte an der 5. und 6. Klasse, wäre das jetzt die komplette Überforderung gewesen. Aber wenn das anhält und die Der Kinder dann bleibt stehen. begreifen, jetzt muss ich antworten, dann ist das natürlich ausgezeichnet. Also Ja. wir haben sogar zwei verschiedene Modi bei Fragen. Sie können Pflichtfragen gestalten. Das sind, wo sind das? Ich muss gerade. Ja. Sie können auch Pflichtfragen einstellen. Das sind die roten hier. Wenn die nicht beantwortet sind, dann kann man nicht drüber hinwegklicken. Wie Sie sehen, ich bin angemeldet im System, also sehe ich keine Fragen, keine Antworten. Ich habe absichtlich keine Antworten gegeben. Und ich kann versuchen, hier wegzuklicken. Vor kann ich, drüber hinaus nicht. Da bleibt immer stehen. Dasselbe gilt bei dieser Frage. Und der bleibt einfach gleich stehen. Das war's. Also ich habe noch keine Antwort gegeben, der bleibt stehen. Und Sie können auch eine Version machen, zu sagen, okay, das ist das Zeitbalken, wie die Frage erscheint. Von mir aus 10 Sekunden. Schüler und Schülerin hat 20 Sekunden Zeit, diese Frage zu beantworten. Und danach ist die Frage weg. Das ist auch der dritte Modi, den wir mitbringen. Für den Fall, dass die Leute wirklich aufmerksam sein müssen. Ja, das ist leider Gottes eine kleine Kinderkrankheit der Demonstration. Und wir hoffen, dass wir es bald beheben können, dass auch die Demonstrationskurse ohne Probleme funktionieren. Noch Fragen? Oder Anmerkungen? Alles klar. Dann gehe ich zum zweiten Teil des Workshops, und zwar, wie sieht das Ganze für uns aus? Wie hat Arash das Ganze gemacht? Wie hat er es gemacht? Wie schwer war das? Ich sage, es ist nicht schwer, es ist sehr einfach. Und zwar, wir loggen uns einfach Smallpart. Das ist ein Beispielserver, smallpart.igroup.de ein. Und sobald man sich eingeloggt hat, voilà, hat man Smallpart schon vor der Nase, und das Ganze wird aufgebaut aus einem links ein X oder ein drei Striche, wo die linke Menüleiste auf und zu gemacht werden kann. Dann kann man auf Kursverwaltung klicken, und hier haben wir unseren gesamten Spaß. Wir können einen neuen Kurs hinzufügen mit einem Klick. Wir können einen Kurs betreten, den wir vorher gebucht haben. Die Kurse sind passwortgeschützt, das heißt, Sie brauchen ein Login-Passwort, die Lehrer oder Lehrerinnen von alleine erstellen und an den Schülern weitergeben, damit der Datenschutz bleibt. Wir können auch einen Kurs editieren, nur unsere eigenen Kurse. Wie sieht es aus? Ich habe jetzt auf Hinzufügen geklickt, und voilà, oder in dem Fall ist es sogar eine Editierung, weil da ist ein Video vorhanden. Ich kann hier meine Kursdaten angeben, mein Kursname, in dem Falle Fachdidaktik Biologie, Sommersemester 21, um es aus unserer Lehrstuhl ein Beispiel zu nehmen. Dann gebe ich ein Kurspasswort ein, in der Fachdidaktik 21 AT. Das gebe ich dann an meine Studenten, in dem Falle bei mir, raus, und so können sie meinen Kurs buchen. Ich kann ein Video einbinden über ein Link oder halt eben Datei hochladen. Beim Datei hochladen ist interessant, es wird hochgeladen, bis ein grüner Balken erscheint, dann heißt das Ganze ist hochgeladen, und dann kann ich auf Video einbinden klicken. Und unten erscheint mein Video. In dem Fall habe ich es mal eingebunden, damit man es sehen kann, wie es aussieht. Hier kann ich den Videonamen eintippen, wie ich es auch nennen möchte. In dem Fall war es zum Beispiel 1b in unserer
Demo-Version 1b, 1a mit den restlichen Kommentaren. Das kann man hier oben eintippen. Ich kann die Sichtbarkeit kontrollieren, ob es veröffentlicht ist, ob es in Bearbeitung ist, ob es blockiert ist, ob es nur Leseberechtigung hat. Das heißt, ich kann es nur lesen und nichts mehr daran ändern als Schülerinnen und Schüler. Ich kann eine Aufgabe, so ein Main Task, formulieren. Ich kann die Kontrolle über die Sichtbarkeit und Schreibrechte für Kommentare einstellen pro Video. Ich kann auch Testaufgabenparameter einstellen. Das heißt, wo sollen die Aufgaben erscheinen? In dem Fall haben Sie gesehen, die Aufgaben waren rechts vom Video. Das kann ich hier einstellen. Ich kann sagen, dass das Ganze nur 90 Minuten aktiv ist. Ich kann mittendrin pausieren. Das heißt, Sie haben 90 Minuten zur Bearbeitung, aber relativ egal, wann ich diese 90 Minuten bearbeite, an einem Stück oder über 2 Wochen hinweg. Und ich kann auch sagen, wie das Ganze, ob ich halt steuern kann oder nicht. Genaueres kommt in nächste Folie. Hier kann ich wirklich sagen, Entschuldigung, übernächste Chemist, das ist jetzt, ja doch, das ist richtig. eben, wo das Ganze erscheinen soll. Wo sollen die Fragen erscheinen? Direkt über dem Video, als Pop-up, den ich hier komplett durch das Bild verschieben kann. Oder rechts verankert, dort, wo die Kommentare sind, anstelle von Kommentaren oder unter den Kommentaren. Es ist angebracht, wenn ich es anstelle der Kommentare anzeigen möchte, dass die Kommentare ausgeblendet werden. Das kann man ja bei Kommentarsichtbarkeit steuern. Dazu habe ich auch gleich ein Video, wie das Ganze aussieht. Das habe ich ja alles schon gesagt. Ich hätte vorher klicken sollen. Präsentation fehlgeschlagen. Wir können steuern, ob das Video pausiert, also ob der Test pausiert werden kann. Wenn ich jetzt 90 Minuten habe, dann kann ich ja auch unterbrechen und was anderes machen. Oder sagen, na, das ist absolut nur 90 Minuten. Du kannst gerne auch 5 Minuten für die Arbeit verwenden und lässt sich 85 Minuten dich in die Sonne legen. Ist uns relativ egal. Mehr als 90 Minuten hast du nicht. Und man kann auch sagen, du darfst das Video nicht vor und zurückspulen. Also du musst es linear betrachten. Die Option, also es ist möglich, auch andere Optionen einzubauen. Wenn Sie es brauchen, sagen Sie Bescheid. Sehr gern gesehen. So, ich kann auch die Kommentarverwaltung verwalten. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe hier 4 Beispiele mitgebracht. Das sind eigentlich allesamt. Hier sieht man, das ist alles. Wenn ich alle Kommentare können alle sehen. Die weißen sind vom Lehrer, also von mir gewesen, und die roten sind Fragen von Schülerinnen. Das sind 3 Demo-Schülerinnen und ich bin mit einer der Schülerinnen eingeloggt, um die Videos zu sehen. In dem Falle steht das Kommentar für alle Kommentare sehen. Da sehe ich alles. Wenn ich die Kommentare von anderen Mitschülerinnen verstecke, da sehen Sie, aus diesen 3 Werten nur eins. Also ich kann nur meine eigene Frage sehen und die von meiner Lehrkraft. Wenn ich sage, nee, ich will die Frage vom Lehrkraft nicht haben und Sie sollen nur einfach gegenseitig sich kommentieren und Fragen stellen, dann kann ich auch die Fragen vom Lehrkraft ausblenden. Die Fragen sind ja da, das sieht man, das ist das. Ich kann aber nur die Sichtbarkeit ändern. Oder generell sagen, nein, nur jeder seine eigene. Schüler sieht nun, ich sehe nur meinen eigenen. Habe ich keinen Kommentar hinterlassen, werde ich auch hier nichts sehen. Natürlich gibt es auch die 2 anderen, dass generell keine Kommentare eingefügt werden kann oder generell die gesamte Kommentarspalte ausgeschaltet wird, weil wir die Testaufgaben dort anzeigen wollen. Wie gesagt, das sind alles identische Kommentare, das ist nur durchgeswitcht durch die einzelnen Kommentarfunktionen. Nun, welche Vorteile hat das Ganze? Wir kennen das Ganze ja von der ersten Folie. Und ja, damit kann ich ein Video plus Sichtbarkeitskontrolle unterschiedliche Anwendungsfälle schaffen. Ich habe Beispiele mitgebracht, damit es ein bisschen klarer wird. Ich kann eine Gruppenarbeit zur Prozessanalyse machen. Das heißt, jeder sieht die Kommentare von allen, auch von mir als Dozenten.
Das heißt, wir sind hier in der Unterrichtsgespräch unterwegs. Wir können hingehen und sagen, okay, nee, wir machen Selbstassessment. In dem Fall kann sein, dass nur Schüler ihre eigenen Kommentare sehen oder sie gemeinsam agieren und ich dann halt später meine Kommentare freischalte für die, dann damit halt ein Feedback meinerseits vorhanden ist. Man kann auch Beobachtungsaufgaben machen mit Testfragen, also Testatfragen, Multiple-Choice-Fragen, wo entweder ein Einzelner seine eigene Antwort auf meine Frage sieht. Das war in einem Beispiel drin mit dem Turm. Sie konnten nur ihre eigenen Antworten sehen, die sie gegeben haben, nicht die von anderen Mitschülerinnen und Mitschülern. Sie können auch natürlich auch Hausaufgaben machen und Hausarbeit machen. Das ist dann, so können Sie einstellen und mit vier Versionen können Sie so ziemlich alles darstellen. Selbstgestaltetes Lernen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, entschuldigen Sie, ich glaube, ein paar Folien sind von mir gerade flöten gegangen. Ja, es gab einen kleinen Fehler. Es ist sehr verwirrend gewesen. Tut mir leid. Ja, entschuldigen Sie. Es gab einen kleinen Fehler bei PowerPoint, der hat ein paar Folien wegflutschen lassen. Die allgemeine Kommentarkontrolle sieht dann quasi so aus, das hatten wir schon. So jetzt ein größer, so sehen Sie, dass alle Kommentare da sind. Dass eben nur Lehrer und Schüler sichtbar sind. Ich gehe mal schnell durch, weil dass ich das schon mal gesagt habe. So sieht das aus. Ich sehe nur meinen eigenen Kommentar. Ich bin als Schülerin 1 eingeloggt in dem Falle. Ich kann auch den Kommentar vom Lehrer weglassen. Das heißt, die Schüler sind unter Sicht. Da sieht man nur die Kommentare von Schülerin 1, 2, 3 und 4 ohne Lehrkraft. Oder eben nur meine eigene. Ich sehe nur von Schülerin 1. Ja, da waren wir schon. Das sind verschiedene Beispiele. So, wie sieht das Ganze, wie schaffe ich das Ganze als Lehrkraft? Wo muss ich draufklicken, das Ganze zu machen? Diese Übersicht kennen Sie alle. Da waren wir gerade, wir haben es gesehen, als Schülerversion. Und die hier kennen wir auch. Videobereich, Annotationsbereich, Aufgabenbereich und Filterbereich. Nun, es hat sich ein bisschen was geändert, wenn es Ihnen aufgefallen ist. Und zwar, wir haben hier eine Teilnehmerzahl. Ich kann sagen, wie viele Teilnehmer ich meinen Kurs habe. Ich habe 6 Leute hier in dem Fall in diesem Kurs gehabt. Und 3 davon haben sich beteiligt. Der Rest nicht. Wer genau hat sich nicht beteiligt? Das ist auch schön als Lehrer zu wissen. Wen muss ich mal ein bisschen animieren, damit das halt seine Aufgabe erledigt? Ich kann sofort da in der Liste sehen, wer passiv war, wer noch nicht gearbeitet hat. Ein guter Vorteil ist, ich sehe die klaren Namen. Das heißt, ich sehe nicht Max 321 als Synonym, sondern ich sehe Max Müller oder Josephine, fällt mir kein Nachname gerade ein, Gold zum Beispiel. Ich sehe die Klarnamen als Lehrkraft. Ich kann auch den Overlay-Text relativ einfach einklicken. Ich habe gesagt, 3 Klicks und das hoffe ich, dass ich so halten habe. Einfach oben an passende Videostelle auf Text hinzufügen klicken und tada, es öffnet sich und Sie schreiben das Ganze auf dem Videobild Ihren Text. Und dann gehen Sie hier auf Speichern und damit haben Sie, es sind sogar 2 Klicks, haben Sie den Text eingefügt. Es gibt die Möglichkeit, Fragen hinzufügen, das, was wir gemacht haben. Ich gehe passend zu dem Videozeitpunkt, in dem Fall ist es Videozeit 000, ich habe direkt am Anfang geklickt. Für Präsentation ist es nicht gerade optimal, aber zu passendem Videozeitpunkt, ich kann genau sagen, wie lange das Video,
diese Frage auf diese Balken unten gesagt werden soll, wann das Ganze endet, ob die Frage Pflicht ist, nicht Pflicht, übersprungen werden kann, ob ich Textfrage, Multiple Choice, Single Choice Frage mache. Ich habe mich einfach für eine Textfrage gerade entschieden, weil das kleinere Bildschirm ist, das kann ich besser darstellen als der Multiple Choice, der ist ein bisschen länger. Und einfach speichern klicken, dann haben Sie. Sie können auch hier Punktezahl angeben, sodass man nachher in der Bewertung, da komme ich auch gleich dahin, wie man relativ einfach zur Bewertung kommt, sofort eine Bewertung hat und teilweise auch automatisch, wie gesagt. Und ja, und da haben wir oben auch direkt drei Button, Kurs bearbeiten. Das ist diese Editier von meinem Kurs, wenn ich ein Video, einen Kommentar, einen Text und was auch immer ich machen will, da kann ich sofort da draufklicken und das ist die Oberfläche, die sofort aufgerufen wird. Da können Sie Video hochladen, wieder den Videoeinstellungen ändern, was immer so. Sie müssen nicht nochmal durch diese Kurswahl und so weiter. Das ist ein Schnellklick. Dann gibt es halt diese Fragen bearbeiten. Sie haben Fragen erstellt. Ich habe in dem Falle so viele Fragen erstellt und mir fällt auf, ah, die Frage hatte ich einen kleinen Fehler. Da muss ich nicht auf Video genau hingehen und da die Frage aussuchen. Ich kann sofort meine Frageliste aufrufen. Und kann ich auch die Bewertungen ansehen. Und sehr, ah, okay, in dem Beispielkurs habe ich, Sie sehen, wie viele Teilnehmer ich in dem Kurs habe. Und von den Teilnehmern haben die hier gar keinen Kommentar, den Test gar nicht gemacht. Die hier haben es angefangen und die haben es auch beendet. Und da sehen Sie, wie viele Fragen wurden beantwortet, wie viele wurden korrigiert. Die hier sind 66,7%, die habe ich noch nicht korrigiert, also muss ich die noch korrigieren. Und da sehen Sie auch die Punktewertung. Und wenn ich Doppelklick auf einen Namen mache, passiert Folgendes. Ich gehe sofort zu den Antworten, die diese Person gegeben hat. Ganz zufälligerweise ist es mein Name. Also, das ist, ich habe den Test selber gemacht und ja, ich habe bei der Multiple-Choice-Frage zufälligerweise 0 Punkte kassiert, weil ich beide Antworten falsch gemacht habe. Und auch bei der Textfrage habe ich eine Textfrage nicht richtig beantwortet gehabt, also 0 Punkte. Bei Textfragen muss man die selber korrigieren, in dem Falle Doppelklick auf die Textfrage und dann öffnet sich das Ganze und dann kann ich es auch dort korrigieren. Also das, was Sie ansehen wollen, klicken Sie drauf. Und dann, wenn es fertig ist, speichern. So einfach funktioniert das Ganze. Wie komme ich jetzt dazu, das Ganze zu verwenden? Und in dem Falle spiele ich den Ball quasi Richtung Birgit. Sie schreiben einfach uns ein E-Mail, ich habe den Text schon vorbereitet, es ist auch im Handout drin. Copy-Paste, Vorname, E-Mail und Nachname einfügen. Das ist eine Demo-Version, die wir für Sie zur Verfügung gestellt haben, mit voller Leistungsfähigkeit. Sie können das 3 Monate benutzen und Sie kriegen so schnell wie möglich ein Account angelegt. Schülerinnen und Schüler von Ihnen können sich ohne Probleme registrieren. Da ist unter der Anmeldung unten rechts ein Registrieren. Aber die werden nur als Schülerrolle reinkommen. Das heißt, Sie können nicht Kurse anlegen. Darum die E-Mail, damit wir Sie zum Lehrer machen. Sie können natürlich sich auch selbst registrieren und uns sagen: Hey, kannst du mich zum Lehrer machen? Mein Name lautet sowieso. Dann ist es sogar weniger Arbeit für uns, weil wir müssen nur einen Klick machen. Und dann gehen Sie einfach auf diese smallpath.egroup.de und da loggen Sie sich ein und da können Sie schon eigene Kurse anlegen und auch das direkt in Ihrem Online-Management-System einbetten und Schüler drauf einloggen lassen und das Ganze testen. Ich sage erstmal vielen Dank für Ihre Hilfe. Meine Daten haben Sie in dem Handout mit drin, auch die von Birgit und von Christoph Thyssen. Und wenn was ist, einfach fragen. Ich bin jederzeit bereit und da und auch gerne für Erweiterung und Vorschläge, wie wir das System besser machen können. Und hiermit gebe ich mal kurz zu Birgit, damit sie ein bisschen erzählt, wo überhaupt Smallpath eingebettet ist. Ja, danke, Arash. Ja, dann würde ich hier mal die Präsentation übernehmen. Ich habe sie gegeben. Du musst jetzt nur noch präsentieren unten rechts, glaube ich. Unten im Video. Bildschirm freigeben. Wunderbar. Teilen.
Sehen Sie jetzt meine Präsentation? Ja, wunderbar. Also Smallpart ist eine E-Groupware App. Generell ist E-Groupware eine Webanwendung und von daher überall verwendbar, aktuellen Browser und zusätzlich zu dem, was wir mit Smallpart drin haben, für die Lernplattformunterstützung können wir aber auch quasi ein komplettes Online-Office bieten. Online-Office im Sinne von einem kompletten Büroarbeitsplatz. Und an der Stelle man kann sich E-Groupware vorstellen wie ein großes Taschenmesser mit verschiedenen Anwendungen, Funktionen, was ich von der Administration her über Gruppen steuere. Ich kann es entweder in der deutschen Cloud, deutsches Rechenzentrum, unsere Cloud, oder in der Eigeninstallation verwenden. Wir haben generell eine Community-Version, die komplett Open Source ist, und wir haben zusätzliche Funktionen, die wir bei uns als EPL-Funktionen bezeichnen, die einfach nochmal Zusatzfunktionen über das normale Community-Version hinaus bieten. Und wir sind komplett flexibel und anpassbar an Systemumgebung, an Kundenbedarf. Also zum Beispiel Unternehmen mit LDAP oder Active Directory oder eine Universität kann E-Groupware dagegen authentifizieren. Wir können LTI oder OpenID Connect nutzen als Schnittstellen, um Anwendungen von E-Groupware, wie zum Beispiel jetzt das Smallpart in OpenOLAT oder in Moodle reinzubringen. Wir können auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel über dieses OpenID Connect in E-Groupware Anwendungen komplett wieder darstellen. Also da haben wir eine sehr große Bandbreite und eine sehr große Flexibilität von den Dingen, die wir anbieten können. Generell E-Groupware gibt es schon seit über 20 Jahren. Wir entwickeln anhand von Anwender- und Kundenanforderungen. Weit über 90% sind frei verfügbar in der Community-Version. Die Sourcen stehen auf GitHub und die EPL-Version ist so, dass auch wir dort sehr, sehr offen sind. Im Prinzip, wenn Sie eine Lizenz bei uns kaufen, kriegen Sie den kompletten Source-Code, können den also lesen. Sie können ihn tatsächlich auch verändern. Sie können ihn auch unbegrenzt weiter nutzen, auch wenn die Lizenz oder die Subscription ausläuft. Das Einzige, was Sie nicht dürfen mit der Lizenz, ist es quasi kommerziell weiterverkaufen. Was bietet E-Groupware? Was wir eben schon gesehen haben, wir haben mit Smallpart Lernen mit Videos, Prüfungen mit Videos integriert. Wir haben über die LTI-Integration die Möglichkeit, es einzubinden. Moodle, OpenOLAT, Ilias, alles, was LTI spricht, kann auch Smallpart nutzen, wobei E-Groupware im Hintergrund immer läuft, um die Daten sozusagen zu speichern und auch ein Stück weit die Authentifizierung an der Stelle zu regeln, wer was darf, wer welche Zugriffsrechte hat. Und Sie können es immer entweder in der Cloud oder in der Eigeninstallation nutzen. Also auch in OpenOLAT könnte ich zum Beispiel einen Kurs aus Smallpart, das in der Cloud läuft, einbringen. Also da haben wir wirklich komplette Flexibilität in dem, was wir anbieten können. Was bietet unser Schweizer Taschenmesser sonst noch? Wir haben natürlich typischerweise, mit dem sind wir auch klassisch gestartet, Groupware-Funktionalitäten, E-Mail, Aufgabenverwaltung, Kalender, Kontakte. In der Verbindung von Kontakten und Aufgaben haben wir auch sogenannte CRM-Ansichten zur Verfügung. Wir haben natürlich ganz klar die Thema Synchronisation. Ich will meine Daten ja dann auch auf meinen netten kleinen Spielzeugen im Zweifelsfall, Handy, Tablets und so weiter zur Verfügung haben. Ich kann natürlich immer nativ auch per Browser auf alle Daten zugreifen mit komplett allen Funktionalitäten, die da sind. Also einfach auch auf meinem Handy Browser und ich bekomme eine angepasste Darstellung, wie wir sie rechts in den Bildern sehen. Ich kann aber auch mit Standardschnittstellen wie CalDAV, CardDAV oder Active Sync basierend, in der E-Groupware heißt es E-Sync, Adressbuch, Kalender, Aufgaben synchronisieren. Ich kann natürlich Daten austauschen, Import, Export per CSV oder auch in den Bereichen
wie jetzt Kalender, Aufgaben, Kontakte, reden wir dann über iCal oder vCard zum Austausch. Ja, das ist so der nächste große Bereich, in dem wir viele Sachen haben. Ich kann Projekte damit verwalten, in Kombination mit meinen Aufgaben. Ich kann da meine Kontakte reinbringen. Ich kann ein Ticketsystem da drin haben, kann Zeiten auf Aufgaben, Tickets, Projekte buchen. Also je nachdem, was ich brauche, kann ich mir die Anwendungen auch freischalten oder sie auch für ganz unterschiedliche Gruppen freischalten. Oftmals wird mit geringeren Sachen gestartet. Und dann stellt sich im Laufe der Nutzung raus, das wäre eigentlich auch noch ganz schön, wenn es das auch gäbe. Und tatsächlich, ja, eGroupware hat das auch zur Verfügung. Auch Thema Dateiverwaltung, Sharing beziehungsweise Online-Office-Nutzung. An der Stelle haben wir Collabora Online-Office integriert. Das heißt, ich kann im Browser auch meine Textdokument, meine Tabellenkalkulation, meine Präsentation bearbeiten, auch mit mehreren Personen gleichzeitig. Ich klicke einfach nur in meinem Dateimanager auf den Namen und das Collabora öffnet sich automatisch. Ich kann natürlich auch Sharing-Links intern oder extern verschicken, inklusive dem, dass wir so für die Schulen in Zeit von Corona was geschafft haben, für so ein verstecktes Hochladen. Wenn ich jetzt meine Schüler nicht als Teilnehmer in der eGroupware drin sind, dann kann ich einfach sagen, hier Sharing-Link für die Hausaufgaben. Da stehen die Hausaufgabenblätter drin und ich lade einfach meine Ergebnisse hoch und die sind dann nur von dem Lehrer entsprechend verfügbar. Das ist jetzt natürlich mittlerweile, wo die meisten Sachen in Lernplattformen passieren, nicht mehr so notwendig, aber am Anfang war das schon auch eine sehr gute Sache und wird auch von unseren Schulen, die eGroupware selber nutzen, mit den ganzen Lehrern weiterhin gut genutzt. Ich habe einiges in eGroupware drin, was Interaktion mit Kollegen und Kunden angeht. Also ich kann einfach eine Videokonferenz aus meinem Kalender heraus starten. Per Jitsi oder BigBlueButton kann ich mir einfach einen beliebigen Server reinkonfigurieren, beziehungsweise wenn Sie bei uns in der Cloud sind, bieten wir Ihnen auch die Nutzung von Jitsi direkt mit an. Ich habe eine Chat-Anwendung, in dem Falle haben wir Rocket Chat in die eGroupware integriert. Auch das alles komplett DSGVO-konform, weil findet ja eigentlich auf den eigenen Systemen statt, entweder in der Eigeninstallation oder in der Cloud, alles deutsches Rechenzentrum. Ich habe eine Statusanzeige in der eGroupware selber, in der ich sehen kann, wer ist jetzt online von den Kollegen, wer ist vielleicht gerade auch am Sprechen. Ich kann über die Telefonieintegration, die wir auch mit anbieten, kann ich sehen, wenn jemand telefoniert. Ich kann natürlich auch aus der Statusanzeige heraus einfach einen Anruf starten, eine Nachricht schreiben, eine E-Mail schreiben, einen Videoanruf starten. All das sind Dinge, die damit passieren. Mit der Telefonieintegration habe ich natürlich so den Standard Click to Dial. Also ich klicke auf eine Telefonnummer, mein Telefon klingelt, ich nehme den Hörer ab. Meine CRM-Ansicht geht auf. Ich habe darin alle Informationen. Ich bekomme aber auch Anruflisten im Kalender angezeigt oder auch hier wieder im Status und kann auch an der Stelle über diese Telefonieintegration meinen Tag wieder nacharbeiten. Kann also sehen, wer hat mich angerufen, wie lange hat der Anruf gedauert, kann darauf meine Stundenzettel buchen, kann meine komplette Organisation mit Kunden und Kontakten an der Stelle vornehmen. Ich will Ihnen jetzt hier einfach nur einen kleinen Überblick geben über das, was eGroupware kann, ohne konkret zu werden. Natürlich kann ich gerne, wenn noch Zeit ist und zu speziellen Dingen Fragen sind, auch da nochmal live Sachen zeigen. Wir haben ganz neu, auch mit der kommenden Version 21.1, die in den nächsten Wochen veröffentlicht wird, auch ein Kanban-Board in eGroupware drin, auch hier wieder. Das, was für uns wichtig ist, wir schaffen keine Standalone-Lösungen, sondern unser Kanban-Board arbeitet damit, dass ich da einfach rein definieren kann, was ich in meinem Kanban-Board erfassen will. Ich gehe jetzt einfach mal schon direkt eine Folie weiter, dass man so ein bisschen auch sieht, wie sieht so ein Board aus. Ich kann sagen, da sollen meine Kontakte drin sein. Ich will das nämlich nutzen, um so typischerweise einen Sales-Funnel abzubilden. Dann definiere ich mir da meine Schritte, packe meine Kontakte rein, kann daraus über unser Collabora Online Office Integration auch ein Angebot erstellen, das wieder per Mail wegschicken, dokumentiere das gleich wieder in meiner Aufgabenverwaltung, sodass ich es in dem CRM drin sehe. Ich kann aber genauso auch sagen, packe ich meine Projekte rein oder meine Tickets rein. Also ich bin komplett frei und ich kann auch in dem Kanban-Board, was man so typischerweise definiert,
Überwachungen oder Workflows definieren. Das heißt, ich kann einfach sagen, in dieses Board neue Einträge sollen hinzukommen, sobald was in meinem Adressbuch XY erscheint oder in einem bestimmten Status sind, soll das automatisch auf meinem Board auftauchen. Wir haben auch einige Kunden, die an der Stelle sagen, ich nutze das mittlerweile eigentlich als so mein Dashboard der Woche. Da packe ich alles drauf, was ich tun muss oder im Auge behalten will. Das heißt, ich habe definiert, ich kann alle Anwendungen haben. Da habe ich ein Dokument, an dem ich arbeiten muss, habe ich einfach auf meinem Board drauf. Ich habe drei Aufgaben, die ich im Blick behalten muss oder zwei Projekte. All das packe ich mir einfach auf mein Board drauf und kann an der Stelle gut sehen, was passiert. Und die Sachen bewegen sich automatisch, wenn ich es definiert habe in meinen Spalten oder ein Kollege etwas verändert. Das Angebot wurde angenommen, verschiebt sich das automatisch auf meinem Board und ich sehe, es ist aus dem Angebot wurde ein Auftrag und kann damit einfach weiterarbeiten. All das sind natürlich Funktionalitäten von der e-Groupware. Wie gesagt, das ist einfach nur ein Angebot. Ich kann das nutzen, ich muss das nicht nutzen, ich muss nicht alles nutzen. Ich kann ganz viel einfach so individuell gestalten, wie es für mich Sinn macht. Und wir haben viele Möglichkeiten, wo auch noch zusätzliche Informationen sind. Die sind alle in dem PDF auch entsprechend verlinkt oder über unsere Webseite direkt erreichbar. Wie gesagt, ich würde mich einfach freuen, wenn wir dann auch im Prinzip einfach in so eine offene Fragerunde starten und jeder auch die Dinge, die er jetzt vielleicht nochmal weitersehen muss oder Fragen, die sie haben, stellen kann, damit wir die letzten Minuten, die wir haben, einfach auch offen gestalten und noch das beantworten können, was aus Ihrer Sicht einfach interessant und wichtig zu wissen ist. Keine Rückmeldung. Also für den Fall, dass so viele Informationen gekommen sind und Sie doch das Ganze verarbeiten müssen, scheuen Sie sich nicht, auch im Laufe der kommenden Wochen uns zu kontaktieren und bei Fragen, wenn sie auftauchen, einfach. Gut. Wir haben noch knapp 3 Minuten, bis 90 Minuten rum sind. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir könnten Ihnen ein bisschen Smallpot näher bringen und e-Groupware. Und ich bedanke mich für Ihr Dasein. Und würde sagen, wir können langsam uns verabschieden, wenn keine Fragen da sind. Ja, also jederzeit im Prinzip auch einfach eine E-Mail schreiben an uns, auch wenn es darum geht, das e-Groupware jetzt nicht auf dem Smallpart zu testen. Wir bieten natürlich generell auch bei uns in der Cloud die Möglichkeit an, 30 Tage kostenfrei zu testen. Sprich, Sie schreiben uns einfach eine kleine Mail, sagen, ich würde es gerne selber testen, dann haben Sie volle Kontrolle, haben Administrationsrechte auf der Instanz und können damit alles machen. Und wenn Sie sagen später, ja, das macht für mich Sinn, ich möchte es weiter nutzen, dann arbeiten Sie einfach mit den Daten, die Sie schon eingegeben haben, weiter. Wenn Sie sagen, nee, ich möchte es in der Eigeninstallation nutzen, auch da gibt es die Möglichkeiten, einfach dann zu sagen, ich ziehe ein Backup von der ganzen Situation und spiele die dann bei mir in die Eigeninstallation wieder ein und arbeite damit weiter.